Santiago, aus welchem Land kommen Sie? Ich bin in Spanien geboren, in Madrid. Santiago, findest du auch, dass die Qualität der neueren SpongeBob-Folgen abgenommen hat? Würde ich so nicht sagen. Es hat sich sicherlich verändert, weil natürlich auch die Schreiberlinge, die Storyliner, andere sind mit der Zeit und ganz entscheidend auch, dass der Creator, der Erfinder von SpongeBob ja nicht mehr mit im Boot ist. Da verändern sich schon die Sachen. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, liegt, glaube ich, immer im Auge des Betrachters. Santiago und Fritz, gibt es eine SpongeBob-Staffel, die euch besonders gefällt? Wenn ja, aus welchem Grund? Also ich Ach, könnte jetzt. das jetzt nicht nach Staffeln sortieren. Wie Eben. gesagt, man hat so einzelne Folgen, die man noch in Erinnerung hat. Wir haben doch so viel über die Jahre jetzt gemacht. Und das jetzt hier so in der Klammer von einer Staffel zusammenzulegen, das ist, glaube ich, schwer. Grundsätzlich würde ich sagen, dass die ersten Staffeln, was mich jetzt betrifft, natürlich mir besonders am Herzen liegen, weil da haben wir die Figur und die Serie auch hier in Deutschland etabliert. Und da sind ja auch viele der alten Klassikerfolgen sind in der ersten und in der zweiten Staffel. Was aber nicht heißt, dass die anderen Folgen dann oder die anderen Staffeln dann schlechter sind. Wie geht's dir damit? Ich habe da sowieso nicht den Überblick. Also Ganz eben auch, einfach. das so Also nach Staffeln zu sortieren, ja. ist schwer, glaube ich. An euch beide, wie lange dauert es, bis ein SpongeBob-Schwammkopf-Kinofilm oder auch eine Serie auf Deutsch fertig gemacht wurde? Lange hat das gedauert? 2, 3 Wochen. Oder? Ungefähr, Also ungefähr, mit allem. ja. 2 bis 3 Wochen, ja, ungefähr. Also bei der Serie, nicht die einzelnen Folgen, da machen wir ja auch immer staffelweise 4 oder 5 Folgen und sind da auch nicht unbedingt immer chronologisch. Bei dem Film aber auch, bei dem Film hat man aber die Gesamtübersicht, ne? Ja. Und das sind dann irgendwie so 14 Tage bis maximal 3 Wochen. Wann kommt ein neues SpongeBob-Album? Ja, von Sony Music wieder ein neues SpongeBob-Coveralbum. Na, ich denke mal im Frühjahr, irgendwie was zur Osterzeit. Ja, wird nicht mehr Na, lange denke ich, dauern, da wird ne? In was Kürze. Neues kommen, weil da ist schon einiges in der Mache. Wir haben auch schon ordentlich vorgelegt, aber das muss ja alles noch nachbearbeitet werden im Studio. Und dann kommt es im Frühjahr raus. Aber es kommt ein neues Album. Das auf jeden Fall. Wenn ein neues Album kommen sollte, wie wird es heißen? Das weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, der Das. Titel ist auch das, was als letztes entschieden wird. Ja. Ja. Das entscheidet Sony, würde ich sagen. Ne? Genau, also wir werden da teilweise auch überrascht, wie dann der Ja. Titel ist. Ja. An Fritz, wenn es jetzt eine neue Serie geben würde mit SpongeBob, würdest du den Patrick wieder übernehmen? Naja, es gibt ja im Prinzip zwei neue. Es gibt ja Camp Coral. Und die Patrick Star Show, da mache ich ihn ja. Wer soll Also den ja, auf jeden Fall. denn sonst sprechen? Santiago, du hast ja früher in meiner Lieblingsserie mitgespielt, Hinter Gittern. Sage nur, Walter, hast du noch Kontakt zu einigen Schauspielern von damals? Ab und zu sieht man sich und trifft man sich, aber wir haben jetzt privat jetzt keinen Kontakt. Hier in Berlin lebt ja unter anderem auch die Kathi Karrenbauer, eine ganz, ganz sehr geschätzte Kollegin von mir, die ich sehr mag. Und da gibt es ab und zu Events, wo wir uns dann über den Weg laufen und uns freuen, dass wir uns wiedersehen. Und wir haben inzwischen auch beim Hörspielprojekt zusammen vor Mikrofon gestanden. An Santiago und Fritz, was schaut ihr immer für Filme und könnt ihr welche empfehlen? Was will für Filme schauen? Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar Serien geschaut. Ich gucke immer gerne skandinavische Serien, skandinavische Die sind Krimiserien. toll, ja. Ich gucke gerade Die Brücke, Transit in den Tod. Habe ich jetzt 3 Staffeln hinter mir. Was noch? Also Filme gucke ich gar nicht mal so viele. Meistens bin ich der, der die verpasst. Ich bin auch ewig nicht im Kino gewesen und zu Hause im Fernsehen. Ich gucke wahnsinnig gerne Tierserien und Tierfilme, Naturfilme. Ja, finde ich zum Teil spannender als die Menschen vor der Kamera. Aber das ist meine spezielle Macke. Wie alt seid ihr? Wie alt sind wir? Ich bin Jahrgang 1953, jetzt könnt ihr mal rechnen. 1959. Aber auch noch ein guter aus den 50s hier. Yay, gerade noch so geschafft. Das waren die guten Jahrgänge. Ja, auf jeden Fall. Santiago,
Hast du schon vorher was mit TikTok, YouTube, Social Media zu tun gehabt? Oder wie bist du darauf gekommen? Ja, dazu bin ich gekommen über den Marcel hier. Ja, der hier die Kanäle betreut und der da also sehr affin ist mit diesen ganzen Geschichten. Ich von mir aus, ich habe da überhaupt keine Ahnung, kenne mich da auch ganz wenig aus. Bin aber froh, dass er mich da so ein bisschen an die Hand nimmt und mir dann ein bisschen zeigt, was heute so angesagt ist, ja. Könnt ihr das Lagerfeuerlied kurz ansingen? Ich kann den Text nicht. Wir haben ja damals im Studio den Text auch abgelesen. Ich weiß nicht, ob du Genau, den Text ich bekommen bin halt ja ursprünglich Musiker und ich komme hin, mach das und dann ist es auch schon wieder weg. hast. Aber wir So müssen gut das, kenne ich es halt nicht. die Festplatte da oben, da ist so viel Zeugs drauf, sind so viele Ja. Texte. Wir sind ja froh, wenn wir die Texte nicht immer auswendig lernen müssen, dass wir das ablesen können im Studio. Ja, also wir können das jetzt nicht so aus dem Stegreif machen. Die Melodie würden wir hinkriegen. Oh, der Text. Da ging es so, das war's, ja. Du müsstest du mir noch mal vorsingen. Dam, 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 L-A-G-E-R. Ah So. ja, okay. La, 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 Aber la, 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 Patrick ist ja sowieso bei der letzten Fassung nicht richtig mitgekommen, deswegen kann er das sowieso la, nicht richtig. schon bei der ersten Fassung. Ja, schon bei der Aber er ersten war Fassung. dabei Er und war das ist das dabei. olympische Motto, dabei sein ist alles. Ja, genau. An beide. Dies ist eine echte Anfrage. Ohne Scherz, ey. Kann ich euch beide für meinen 16. Geburtstag mieten? Bitte Anfrage stellen in schriftlicher Form hier Genau. an den Marcel und dann ist es unter anderem auch eine Frage von Terminen. Ja, weil wir können auch nicht immer so, wie wir vielleicht gerne wollen würden, weil wir da Arbeitstermine haben. Also das hängt hauptsächlich auch davon ab. Also einfach mal eine Anfrage starten mit Terminvorgabe und dann gucken wir mal. Info santiagoziesma@web.de. An Santiago, denkst du, du wirst irgendwann in Rente gehen und mit dem Synchronisieren aufhören? Also Punkt 1, ich bin in Rente, ich bin ja schon im Rentenalter, ja, Gott sei Dank. Und Punkt 2, ich mache natürlich noch weiter, solange es mir Spaß macht und ich gesund bin und solange auch die Nachfrage da ist. Wenn keiner mehr was von mir wissen will, höre ich natürlich auf. Santiago und Fritz, könnt ihr auch mal Thaddäus und Sandy zeigen? Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt verstehe ich auch nicht. Wie sollen wir die zeigen? Wir können die ja nicht nachmachen. Wir haben ja andere Stimmen. Das sind ja auch nicht unsere Figuren. Vielleicht meint er auch, dass die beiden Sprecher hier mal mit bei sein sollen. Ja, das haben wir aber nicht zu entscheiden. Genau, da müssen wir die beiden fragen. Ja, und die haben auch volle Terminkalender, soweit ich weiß. Ich glaube, wir haben schon mal angefragt. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt, das liegt nicht im Entscheidungsbereich von uns. Santiago, hast du jemals damit gerechnet, dass SpongeBob so beliebt werden würde mit Kino, Musik und allem drum und dran? Na, nie im Leben. Ich weiß ganz genau, als ich damals von dem Probesprechen kam nach Hause und dann irgendwie sagte, ich glaube, ich habe da irgendeinen Käse gesprochen. Ein Käse unter Wasser, ja, so mit Löchern, so gelben. Naja, weil ja auch eine Ananas war und so. Also ich habe das erstmal gar nicht zusammengebekommen und konnte mir auch nicht vorstellen, dass das so ein Erfolg wird. Und jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, man muss sich auf diesen wunderbaren Blödsinn und Quatsch einlassen und dann funktioniert das auch. Und so ist eigentlich auch der Erfolg der Serie dann zu erklären. Santiago, wie viel würde es kosten, mir alles Gute zum Geburtstag zu wünschen mit der SpongeBob-Stimme? Ja, da kann ich nochmal verweisen auf die Seite memo.me, glaube ich. Und da kann man eine Anfrage stellen. Und wie gesagt, das kostet ein kleines bisschen was, aber das ist kein Geld, mit dem wir uns bereichern wollen, sondern das wird weitergeleitet, wird gespendet für gute Zwecke. Auch Fritz ist vertreten bei memo.me. Als ihr zum ersten Mal in der Serie gesprochen habt, was habt ihr erwartet? Jetzt diese Serie oder überhaupt? Na, wie SpongeBob. gesagt, ich konnte am Anfang nicht so viel damit anfangen. Ich musste mich da auch erstmal so ein bisschen eingrooven und habe da aber ganz schnell Spaß an der Sache gehabt. Aber wie gesagt, das funktioniert auch nur, wenn man sich auf den ganzen wunderbaren Blödsinn einlässt. Ja, genau wie bei mir. Ich wusste auch nicht genau, was jetzt kommt. Ja. Und ja. Die nächste Frage: Werdet ihr auch in irgendeiner Form
bei dem deutschen SpongeBob Musical dabei sein. Beim Original in England waren die englischen Sprecher ja auch kurz dabei. Also ich könnte mir vorstellen, wenn es da schon feste Termine gibt, dass wir da mal vorstellig werden. Ja, das kann natürlich keine Premiere von SpongeBob in Deutschland geben, ohne die deutschen Stimmen. Genau. So, die letzte Frage an Santiago und an Fritz. Wer spielt die deutsche Übersetzungsstimme von Thaddäus? Wer spielt die deutsche Übersetzungsstimme? Also wer spricht, wer ist der deutsche Sprecher? Ein ganz lieber Kollege hier, wie heißt er? Oh Gott. Sebastian Christoph Jakob. Nein, das ist Plankton. Nein, das ist ja der Plankton. Entschuldigung. Hier, der unter... Joachim Kaps. Ja, Kapsi, der wunderbare Kapsi. Joachim Kaps heißt er. Er spricht auch ganz viele andere Figuren, gerade auch im Trickbereich. Ganz toller Sprecher. Der ist die neue Stimme von Thaddäus. Dankeschön.